So, Leute, hi, 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 herzlich willkommen wieder hier zu dem Video. Hansa Rostock SV Waldhof, ihr seht, ich habe das Lachen aufgesetzt. Ergo, es ist was rausgesprungen bei dem Spiel gegen Rostock. Es waren sogar 3 Punkte, nicht nur 1 Punkt, sogar 3 Punkte. Es war glücklich, man muss es ganz klar sagen. Ich gehe aber auch noch mal später drauf ein. Also, wie gesagt, erstmal begrüße ich alle neuen Abonnenten. Ich kann die Namen leider nicht sehen. Sonst würde ich es als verkünden, mir wird leider nicht alles gezeigt. Seid alle gegrüßt, 1300 Abonnenten bis dato, 2000 Aufrufe für die letzten 3 Videos, ne, die wir gemacht haben, beziehungsweise Vorspiel Uerdingen, Nachspiel Uerdingen und das Vorspiel gegen Hansa Rostock. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag, wie ihr seht, morgen kommt auch schon das Viktoria Köln Vorbereitungsvideo raus. Also ein Motto, das sich als ein bisschen wie Verlauf durch die Saison jetzt durchzieht, ne. Und was auch ein bisschen das Spiel widerspiegelt, Schlag auf Schlag. Es war ein Spiel, wirklich. Es war nicht langweilig, muss man ganz klar dazu sagen. Noch eine kleine Einmeldung. Bringe ich jetzt an. Kann man kurz gucken, was draußen geht hier. Ne? Eine kleine Einmeldung, wie es aussieht. Hansa Rostock steht ganz kurz vor der Verpflichtung von Gianni Korte. Es ist nicht sicher, aber ich habe es jetzt auch schon in mehreren Medien gelesen, seriösen. Also es könnte sein, dass Gianni jetzt keinen Vertrag mehr kriegt bei uns. Ne? Gut. Es spiegelt sich mit Sicherheit auch ein bisschen in seinen letzten Leistungen wieder, die nicht so gut waren. Ne? Und dann auch diese Verletzungsanfälligkeit, das ist auch so eine Sache. Ne? Aber wie gesagt, wenn er zu Rostock geht, ne? Er hat so viel gemacht für den Waldhof, wir werden ihn nie vergessen, auf jeden Fall. Ne? Wir kommen mal zu den Aufstellungen. Kollege hatte recht, muss man ganz klar sagen, es war eine Dreierkette. Er ist im 3-4-1-2-System gekommen, ne? Im letzten Spiel hat er auch eine Dreierkette gehabt, also er ist wieder in der Dreierkette gekommen. Ne? Aber mit Aalschwede und dem anderen Kollegen natürlich auf Außen. Personell gesehen hat Hansa ziemlich viel gespielt am Karussell. Ne? Die haben also, Jens Hertel hat 6 personelle Änderungen im Gegensatz zum Spiel gegen Zwickau vorgenommen. Und zwar gegen Waldhof starten Sonnenberg, Aalschwede, Pepic, Vollmann, Breyer und Bülow. Oder? Warte mal. Und im letzten Spiel starteten, also die sind neu im Team, ne? Und im letzten Spiel starteten noch Granatkowski, Hanslik, Verhoek, Neidhardt, Streit und Rheintaler. Also ein richtiger Turnaround, der hat wirklich die halbe Mannschaft, also mehr als die halbe Mannschaft, mehr als fast 55-60% der Mannschaft gekippt und hat auch die Situation ein bisschen rumgewürfelt, also ein ziemlich großer Umbruch, ne? Aber BT hat auch überraschenderweise, und das muss man ganz klar sagen, endlich sind mal wieder auch Leute eingesetzt worden, haben Chancen jetzt gekriegt, ne, die die ganze Zeit ein bisschen vergessen waren. An die erinnert man sich jetzt ein bisschen. Ne? Also, bei uns ist auch verändert worden. Christiansen, Ferrati, Walle fehlt. Also Walle ist ja sowieso verletzt, Konrad fehlt. Da weiß ich nicht, ob der verletzt ist oder was, oder ob er einfach nur so draußen auf der Bank sitzt. Zum allerersten Mal in der Startaufstellung vom SV Waldhof Mannheim. Wir begrüßen ganz herzlich Gerrit Golke, wo man auch gleich sagen muss, er hat ein super Spiel gemacht, ne? Hat richtig stabil gestanden, souveräne Ausstrahlung, ein richtiger Mann, ich freue mich. Ich glaube, das könnte mal in Zukunft unser Abwehrchef werden, auf längere Sicht gesehen, wenn man länger halten können. Ne? Flick war auch neu gegen Hansa, also ganz neu, diese zwei auch beide zum allerersten Mal, ne, Flick nicht zum ersten Mal, aber schon eingewechselt worden, aber in der Startformation. Flick hat auch eine gute Dings abgegeben, ist läuferisch sehr stark gewesen, hat läuferisch sehr viel gegeben, hoch und runter und hat gekämpft. Und hat sich auch die ein oder andere schöne Chance erarbeitet im Spiel. Ne? Und dann noch in neuem Team waren Gauida, der ja gekommen ist und eine Bereicherung im Uerdingen-Spiel war. Und Kevin Kofi ist die Spitzenposition übernommen für Walle, der jetzt in nächster Zeit natürlich wieder sich auskurieren tut. In die Richtung wollen wir natürlich gute Besserung, ne? Wir kommen zum Spiel. Ne? Ich muss gleich sagen, es war ein gutes Spiel. Hat nie langweilig, wirklich nie langweilig. War von Taktik geprägt. Ne? Und es war richtig gut geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Und am Ende hat das Quäntchen Glück entschieden. Ne? Also, fangen wir an.
In den ersten 5 Minuten ist eigentlich nicht so viel passiert, ne? Also, zweite Minute, Reingabe, die wurde geklärt von Korte. Dann an der 5. Minute, Pepic ein bisschen nervöser, Rückpass auf Kolke. Kofi versucht den Pass abzulaufen, aber ganz, leider nicht schnell genug. Ne? Kolke hat auch, in der Situation muss man gleich sagen, Kolke, eine richtige Nervensäge im Rostock-Tor. Boah, hat wirklich alles, bis auf den Elfmeter hat er wirklich alles gefischt. Sogar eine noch spätere Chance. Ne? Ich komme auch noch dazu. Ne? Also er versucht sich den Ball zu erlaufen, Kofi, aber Kolke kann noch klären. In der 7. Minute schießt der Breyer zur Ecke. Breyer zur Ecke geklärt. Ja gut, Breyer schießt, ne? Wird zur Ecke geklärt, aber es bringt halt nichts ein. Ne? Wir können uns dann wieder ein bisschen Luft verschaffen, was wir eigentlich gegen Uerdingen Spiel fast gar nicht konnten. In Uerdingen ist der Osave uns wie eine Fliege um den Scheißhaufen, ist der durch die Abwehr und hier rumgewuselt. Ne? Wir hatten keine Chance zum Verschnaufen, jetzt ein bisschen Verschnaufpause. In der 11. Minute die Wille. Flanke auf Kofi, Kohl geklärt, ne? Und ein in der 15. Minute dann, das war eine richtig erste gefährliche Chance, wo man richtig mal den Atem angehalten als Mannheimer. Das war dieser Pass zwischen den zwei Mannheimer durch auf Vollmann, wo Vollmann dann den Meter Vorsprung hat. Aber Gott sei Dank hat er drüber geschossen. Entschuldigung. Spaß. Hat er drüber geschossen. Am 18. Minute, nächste dicke Chance für den FCH. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass Schärf war es, glaube ich, ne? Oder Schärf. Auch ein sehr aktiver Mann, der immer gefährlich war, immer Dampf gemacht hat über seine Seite. Breyer setzt sich durch, flankt scharf und Schärf am zweiten Pfosten grätscht rein. Aber der Ball geht irgendwie, ich weiß nicht, man muss ihn schon richtig schräg und abkurios treffen, denke ich mal, dass der doch drüber geht. So kurz und so nah, wie der war. Aber wie gesagt, er hat es geschafft, den Ball wirklich, Gott sei Dank, puh, noch übers Tor zu irgendwie zu kriegen, ne? Also, Gott sei Dank, in der Folge wieder ein bisschen Entlastung beim SV Waldhof. Ne? Ecke Gauida, ein strammer Schuss von Schulz. Aber da ist der Kolk auch wieder am Start. Das alles passiert in der 24. Minute. Ich muss gerade mal hier was drauf machen, weil hier zieht ein bisschen der Wind rein. Ich habe ein bisschen aufgelassen. So, in der 27. gibt es Gelb für Korti. Und zwar ein Foul an Aalschwede. Was da jetzt passiert war, weiß ich nicht genau. Rostock kommt wieder ein bisschen mehr. Ihr seht, es geht hin und her, hin und her. Und wirklich, man muss sagen, es ist, obwohl man sagen muss, in der ersten Halbzeit, Hansa ein bisschen dominanter. Ich würde, wenn ich jetzt die Halbzeit werten müsste für eine der Mannschaften, würde ich sagen, die erste geht an Hansa, die zweite ausgeglichen, aber ein bisschen mehr an uns, weil ich bin der Meinung, da haben wir mehr gemacht. Aber da kommen wir auch noch dazu. Ne? In der 34. Nathai, der auch sehr gefährlich hieß, ne, der auch immer Dampf gemacht hat, mit der scharfen Reingabe und Schulz klärt in höchster Not. Richtig gut geklärt, auch ganz toll. 37 Minuten Freistoß, Guida. Das war die Chance, das ist Wahnsinn. Also, da muss man ganz klar sagen, Guida zieht ihn rein. Schulz geht hoch und erwischt ihn optimal, kann ihn richtig gut drücken sogar, ins linke Eck. Richtig lehrbuchmäßig in der Luft gestanden, gedrückt. Kolke eine, und mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, als auch wenn es der andere Torwart ist von der anderen Mannschaft, es war eine Weltklasse-Parade. Der Kolke zieht, fischt. Es hätte normalerweise eigentlich, und es war die dickste Chance, es hätte eigentlich das 1:0 sein müssen. 90% der Zeit ist er drin. Aber leider, wenn ein Kolke drin steht, nicht. Der hat ihn gefischt und kann man nichts machen. Ne? Der Mann, eine absolute Nervensäge in der ersten Halbzeit für uns. Ne? Also, was kam, hat er gehalten. Ne? Unser Torwart nicht so arg beschäftigt. 0:0, die 0 steht zur Halbzeit. Das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Damit kann man leben. In der zweiten Halbzeit geht es weiter. Rostock übernimmt sofort wieder das Kommando. Ne? Vollmann legt den Ball zurück auf Pepic in der 47. Markt. Sie kann in letzter Sekunde, kriegt er die Fußspitzen noch dran und buxiert den Ball Millimeter, oder Millimeter nicht, aber Zentimeter wirklich, eine Handbreite am Tor vorbei. Ultra knapp. Und die drücken weiter. Wir haben auch Glück. Jetzt muss man sagen, wir haben auch viel Glück dabei. Ne? Vollmann zieht noch zweimal ab, aber das war jetzt nicht so gefährlich. Aber Vollmann, wie gesagt, auch eine Unruheherd, eine ständige Nervensäge, der da durchgegangen ist und uns Schwierigkeiten entweder durch seine Läufe oder seine Abschlüsse bereitet hat. Ne? Von daher, guter Mann. Aber es steht die 0 auch noch immer in der 61. Wir kommen wieder ein bisschen raus, befreien uns. Die Flanke von Korte wird, beziehungsweise von Kofi wird
Entweder kam die Flanke von Korte oder von Kofi und Kofi verpasst oder Korte verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht mehr richtig im Kopf. 62. Minute. Der SVB wechselt. Busiane, Ferrati rein. Ferrati, den ich mir eigentlich von Anfang an gewünscht hätte. Busiane auch ein bisschen für den Deville, der immer noch sehr schwächelt, leider. Er war besser in dem Spiel. Es geht noch, aber ganz langsam, ne? Schrittweise. Ne? Okay, Busiane, Ferrati kommt. Kofi. Hat sein Ding gemacht, er hat gekämpft, er hat die Bälle gedeckt, er hat gut weiter abgelegt, er hat alles gemacht, was er konnte, was im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten möglich war. Ne? Leider konnte er sich vorne nicht anständig durchsetzen. Okay, und Korte, wie gesagt, er bringt eine durchschnittliche Leistung. Er kann, ihr kennt den Can, wer auf den Waldhof geht und Can schon gesehen hat, was Gianni kann mit dem Ball, wenn er gut drauf ist und gut gelaunt ist und die Spaghettis mittags gut waren bei Mama. Wenn ihr da mal guckt, was er, ne, dann wisst ihr, Johnny kann mehr als das, was er im Moment auf den Tisch legt da. Ne, also er kann mehr, er ist ein bisschen außer Form, es kann Gründe haben, die ich nicht weiß, die nur er weiß für sich. Und ich bin sicher, er wird auch daran arbeiten. Ne? Und wenn er wirklich so schlecht wäre, dann wäre ja nicht Hansa dran. Ne? Und Hansa ist ja mit Sicherheit auch kein Verein, der Loser kaufen will. Ne? Also, von daher, 62, ich hatte es gesagt, der Wechsel, Gott sei Dank. Der 64. und das ganz miese Foul von Pepic an Flick, ne, es war dunkelgelb, muss man ganz klar sagen. Es war, man hätte rot geben können, weil der Ball war, der war weg, muss man sagen. Und er ist rein und er hat gestreckt und sah richtig schlecht aus. Also dunkelgelbe Karte für Pepic. Ne. Man wisse ja, Pepic kein Kind von Traurigkeit. Ne. Schlawinern kleiner, wenn man mal guckt, 8 gelbe Karte. Da ist mal ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Haben noch nie einer gesehen bis jetzt, der 8 gelbe Karte hat. Okay. Egal. Die 0 stehen. Vorne und hinten leider. 70. Minute. Hansa ist wieder bis am Kommen. Breyer Flachschuss. Timo geht runter. Hält perfekt. Super stark. Im Gegenzug Ferrati mit dem Flachschuss. Auch geklärt. Ne? Das ist passiert alles quasi in derselben Minute im Gegenzug. 71. Minute, Rostock wechselt, Granatkowski rein. Da habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt, ne? Granatkowski ist einer, wo mein Kumpel, der ein großer Hansa-Fan ist, gesagt hat, der im letzten Spiel richtig Ram-Tam-Tam gemacht hat, ne? Und der richtig gut ist eigentlich. Ne? Und da habe ich gesagt, oh, wenn der jetzt kommt, dann kommt er natürlich, dann will er natürlich, er will den Sieg, der Jens Hertel zu Hause, ne? Aber muss sagen, er hat den Vollmann rausgenommen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil Vollmann eigentlich der Antreiber schlechthin war. Und der neben dem Vollmann in der Mitte und Kratkowski auf Außen, da, ich hätte da anders da gewechselt. Ich hätte Nata jetzt rausgenommen. Aber gut, ich meine, das ist wie gesagt Hertel-Entscheidung. Und ich meine, Ding kann mir auch scheißegal sein eigentlich. Ne? Der 72. Schuster. Ach, super Schussposition. Schade, irgendwie säbeln dann drüber, aber eine gar. Aber wie gesagt, da hätte er richtig mehr draus machen können. Also wir haben 2, 3 gute Chancen gehabt, was zu machen draus. Ne? 80. Minute. Wechsel beim FCH. Opoku ersetzt Natai. Und dann in der 84. Minute. Die ganz klar, ich sag mal ganz grob mal raus. 11 Meter von Pepic an Marx. Ich habe hier unten drunter in Klammer geschrieben, einfach meine Meinung sagen. Also man muss sagen, ist ganz klar. Ich habe mir die Szene 15 Mal angeguckt, jetzt wirklich. Und man muss merken, 2 Rostocker verfolgen den Jan Hendricks und der hat nach hinten geguckt und der hat so Angst gekriegt und so einen Schreck gekriegt, denke ich mal, dass der ein bisschen leicht ausgerutscht, wollte losspringen, aber ist ausgerutscht da leicht und ist dann hingefallen, weil er einfach dieser Fluchtreflex eingesetzt hat. Deshalb vermute ich mal, er hat sich schwer erschrocken und deshalb ist der Elfmeter auch dementsprechend berechtigt. Nee, Spaß beiseite. Jetzt wirklich, das war jetzt nur Spaß. Ich sag's offen als Mannheimer. Ich hab's mir wirklich auch ein paar Mal angeguckt. Mein Kumpel, der will's nicht. Er sagt, ich bin da ganz klar, es war kein Elfmeter. Er war zwischen den Beinen, Maxi war zwischen den Beinen und er hat vielleicht eine ganz leichte Dings von hinten berührt und dann hat er aber abgehoben. Aber gut, der Schiri ist drauf reingefallen. Wir kriegen nicht viele, das soll keine Entschuldigung sein, weil ich würde mich nicht dafür entschuldigen, weil wir haben schon so viel Scheiße gekriegt, wo keine war. Von daher also,
Da sind wir jetzt, die Waage ist eigentlich, wenn man es so nimmt mit den 11 Metern im SV Waldhof, immer noch so, ne? Aber wir haben jetzt mal einen gekriegt. Es war Glück, wirklich. Der Schiri hat es falsch gesehen, er hat einen Fehler gemacht. Der Maxi hat es geschickt gemacht. Pepic vielleicht ein bisschen ungeschickt, indem er so hinten nochmal, er hätte vielleicht wegbleiben sollen, wäre vielleicht klüger gewesen. Aber hätte, wäre, wenn. Er hat gepfiffen und Aranit hat sich den Ball hingelegt und 85. Minute Tor für den SV Waldhof. Nicht unbedingt unverdient, aber in der Art und Weise, wie es jetzt gefallen ist, nicht verdient natürlich. Ne? Wenn der Elfmeter eine Schwalbe war, dann ist es nicht verdient. Aber wie gesagt, man kann, was soll man machen? Life is life. Ne? Das Leben ist halt so, das nächste Woche trifft es uns vielleicht, ne? Und ihr lacht darüber. Oder sagen wir mal, wenn es andersrum passiert, ne? Wäre der Maxi und der Schulzi dem Breyer hinterhergegangen und der Breyer wäre in der Form und es hätte 11 Meter gegeben, hätte sich kein Rostocker beschwert. Ne? Also von daher ist es gehupst wie gedupst und die meisten haben es auch heute schon wieder vergessen. Ne? Der bittere Nachgeschmack in Rostock, der süße Nachgeschmack in Mannheim halt. So ist es halt. Die Schlussphase. Rostock versucht nochmal mit hohen Bällen da einen rauszuhauen, aber es funktioniert leider nicht mehr. In der 89. ist wieder Wechsel. De Ville geht. Es kommt, herzlich willkommen wieder nach langer Verletzungspause. Jan Just wieder gesundet. Also Jan Just auch wieder am Start. Vielleicht auch eine Verstärkung. Man wird sehen. Ne? In der Nachspielzeit nochmal eine unschöne Aktion, muss ich auch sagen. Auch eine Scheißaktion. Und zwar, es kommt da zum Zweikampf zwischen Timo Königsmann und einem anderen Rostocker Spieler. Und im Fallen tut der Timo da noch rüberschlagen und versucht den irgendwie noch. Er hat ihn jetzt nicht getroffen oder irgendwas, oder, aber es war. Ne? Glück, dass er da keine Rote gekriegt hat, dass es keiner gesehen hat, wegen der Tätlichkeit. Ne? Gohlke ist dann nochmal richtig aneinander gerasselt mit Sonnenberg. Die haben nochmal beide gelb gekriegt. Ne? Eigentlich unnötig, aber ich bin sicher, ne? Ist irgendwo halt nur die Frustration, wenn man 90 Minuten Terror und Kampf. Ne? Und das war ja ein taktischer Kampf bis zum Ende. Ne? Und dann dieser Ausgang, der tut ja auch Emotionen. Ne? Und da ist normal. Das war halt das, diese ganze Aktion vom Timo war das Ventil. Man weiß auch nicht vorher, was war. Ne, wenn einer da dran war an dem Timo und hat ihm vielleicht ganz böse auch eine reingegeben vorher noch, dann ist so eine Reaktion nachvollziehbar. Nicht zu tolerieren, aber sie ist nachvollziehbar, menschlich gesehen nachvollziehbar. Aber wie gesagt, wir haben Glück gehabt auch da, dass es keiner gesehen hat, dass es nicht geahndet worden ist. Da muss er sich einfach, das sind so Sachen, Timo. Ist ein toller Torwart, tolle Reflexe, hat tolle Eigenschaften. Bloß diese Konzentration und diese Selbstkontrolle, das braucht er. Er muss es noch ein bisschen hinkriegen, ruhiger zu werden, in sich mehr Ruhe zu finden. So wie der Golke Ruhe ausgestrahlt hat, obwohl er das allererste Mal da in der dritten Liga auf dem Platz gestanden ist. Eine Ruhe auszustrahlen, eine Souveränität auszustrahlen, wie Seegert beispielsweise über die ganzen Jahre. Seegert ist einer, der läuft so, wenn ich Marcel Seegert sehe, traut man sich fast gar nicht, den anzusprechen. Der guckt immer ernst. Der guckt dich immer ein bisschen an, der Marcel, als es der Börsekurs gerade runtergerasselt sei von seiner Aktie um 10%. Von daher, das ist ein Mann, der hat eine Ausstrahlung. Ne? Und wenn der da hinten steht und da muss er noch an sich arbeiten. Aber er ist ja so saujung noch. Er kann noch so viel machen. Ne? Charakterlich, spielerisch. Ne? Ist noch alles drin. Fazit. Auswärts. Sieg. Verdient, verdient oder nicht verdient. Ich sage verdient, weil Rostock auch nicht in der Lage war, über 90 Minuten das Tor zu machen und den Ball über die Linie zu schieben. Und wir hatten einfach mal mit diesem Elfmeter auch das Quäntchen Glück, ne? Was wir uns aber auch ein bisschen erarbeitet haben. Wie gesagt, ich sage immer, dass man einen Elfmeter kriegt oder einen Freistoß. Dazu muss man aber auch in der gegnerischen Hälfte im Strafraum sein. Also, was ein bisschen negativ noch anzumerken vielleicht ist, die Abwehr muss, wie gesagt, hinten immer acht geben mit diesem Rausspielen. Das ist arg. Spielen arg riskant immer mit dem Tiki-Taka hinten, ne? Das kann gut gehen, aber wenn der Ball mal weg ist, dann tun wir uns immer in ganz gefährliche Situationen bringen. Und was bei Timo jetzt noch so ist, ein bisschen der Abschlag, da muss er auch ein bisschen noch dran arbeiten. An der Präzision vom Abschlag beispielsweise, da muss noch ein bisschen was passieren. Ansonsten muss man sagen, die Mannschaft hat sich reingehängt, sie hat die Punkte geholt, überraschenderweise. Ich hatte mal eingerechnet. Sie hat die Punkte geholt und ich bin voll zufrieden und ich denke, so sind es auch alle Mannheimer Fans. Ne?
Von daher sage ich, geile Kiste. Leute, bleibt gesund. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, wie gesagt. Das Viktoria Köln-Video ist am Start. Ich tue es heute Abend schreiben. Ne? Oder versuche es heute Abend oder vielleicht morgen früh zu schreiben. Mal gucken, wie es vom Zeitlichen reicht. Und haus dann raus. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Gegner, Viktoria Köln, der sein Spiel 3-0 gewonnen hat. Weiß nicht, ich glaube gegen Zwickau war es. Ne? Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube gegen Zwickau 3-0 sein Gegner geputzt hat zu Hause. Also da kommt jemand, der ist auch Aufsteiger. Der stellt sich auch nicht schlecht an als Aufsteiger, vielleicht nicht so gut wie wir jetzt, aber er auch stabil. Und er kommt mit große. Na, ihr wisst ja schon, ne? Ihr wisst ja, was wir brauchen. Wir brauchen Eier. Sie wissen, was wir meinen. Was ich meine. Naja, gut. Alles klar. In diesem Sinne sage ich, bleibt gesund. Tschüss. Abonniert, haut die Glocke, wie ihr wollt, ne? Do whatever you want. Feel free, ne? Und bleibt gesund und. Love you. Wir sehen uns, Viktoria Köln, demnächst, gell? Also, bis dann, gell? Bleib sauber, gell? Ciao!